Bei Bradom, ich bin's euer Bradom. Ja. Überraschung. Und was haben wir heute vor? Wir sind beim bei der zweiten Episode von Bradom.at bewertet dein Team. Und in der letzten Folge haben wir schon das Team von mir selber gehabt, wir haben es von Martin gehabt und wir haben es von Pascal gehabt. Drei Teams, diesmal haben wir vier Teams, damit wir so dem Workload nachkommen. So. Und ja, wenn ihr dabei sein wollt, schaut in die Discord-Gruppe, Link dazu in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne euer Team schicken, dann kommt es auch in der nächsten Folge zur Bewertung. Oder in der übernächsten, wir versuchen es dann reinzubringen. Und ja, wäre cool. Schreibt es auch in die Kommentare, wie es euch gefällt. Das Video soll jeden Freitag kommen, dann soll es so eine Serie sein. Um 3 Uhr wollen wir es immer hochladen. Und ja, kommen wir zum ersten Team. Das erste Team ist vom Dabinder. Und Dabinder, den kennen wir aus dem Stream, der hat ein ziemlich cooles Team gebaut mit De Gea, Vertonghen, Van Dijk, Walker, Marcelo, Salah, Aguero, De Bruyne, Gerrard, der Baby-Icon dürfte es sein, Neymar und Firmino. Kostet auf der PlayStation 2,5 Millionen das Team. Schon richtig nice. Also, er hat gesagt, er will statt einen Vertonghen neuen Puyol spielen. Als nächstes Upgrade. Das klingt auf jeden Fall sehr cool. Zweite Icon, sicher gute Idee. Sonst, ja, er spielt halt immer die Gold-Versionen. Das ist was mir jetzt da persönlich da fällt halt für den Style ein bisschen was. Ansonsten spielt er richtig coole Leute wie Maguero. Er spielt der Icon, auch wenn es kein Prime-Icon ist. Neymar, Marcelo, also spielt der Champions League-Karte. Er hat echt richtig coole Leute. Wie gesagt, die Innenverteidigung vielleicht zum Upgraden. Würde ich persönlich sagen, die Flügel und der Sturm, da gibt es nicht viel zum Kritisieren. Also Aguero mega gut. Und ich glaube auch der Gerrard richtig gut. De Bruyne richtig gut. Kommen wir zur Bewertung. Und zwar hat er bei der Bewertung ein 89er Team. Das heißt, dafür gibt es schon mal 3 Punkte. Also, weil er, also 4 Punkte hinzu. Also 3 Punkte. So. in Summe sind es 4 Punkte. So. Es gibt nämlich eine 100 für die 100 Chemie. Die hat er theoretisch, wenn er nachher da einen Manager hat. Deswegen hat er das. Also das ist nur der Marcelo, der ein bisschen weniger hat. Aber in Summe hat er die 100 Gimmi. Mit der Loyalität. Also einen Punkt für die Gimmi. Eins, weil er 80 plus Team hat. Eins, weil er 85 plus Team hat. Und eins, weil er ein 88 plus Team hat mit 89er Teams. Also sind in Summe 4 Pradoms. Und weiter geht's dann. Keine roten Karten leider. Keine Footmask. Also keine Food Champions Karten, zwar die Food Mess Karte, die zählt aber nicht dazu. Er hat eine Icon, da gibt es einen extra Punkt und für den Style gibt es keinen Punkt, einfach weil es ein bisschen zu wenig ist, was bei den Special Karten so ist. Also er hat zwar schon coole Karten und 3 verschiedene, ein bisschen mehr würde er noch gehen. Einfach, ich finde Van Dijk könnte noch upgraden, zum Beispiel für 87er Karte, Salah könnte upgraden. Das wären dann schon so, und einen coolen Innenverteidiger da auf der linken Seite noch, der da reinpasst. Eben, wenn er Puyol hat, dann hat er da Icon mehr, da schon einen Punkt mehr bei uns bei der Bewertung. Und wenn er dann noch einen Van Dijk und einen Solano abgegradet hat, bekommt er auch dort mehr Punkte. Muss man sich halt überlegen, ob man das Upgrade machen will mit Salah. Auf jeden Fall, das wäre Option. Ja. Auf jeden Fall cooles Team. 5 Bradoms bekommt er dafür. Nächstes Team ist der Olf. Und der Olf hat uns auch ein Team geschickt, da müssen wir aufpassen, denn der Lala ist, was ich weiß, eine rote Karte. Tavö nicht, oder? Also, was ich weiß, ist der Lala rote Karte. Die kann man da leider nicht anzeigen, aber Lenglet ist auf jeden Fall so zum Austauschen, aber mit Courtois, Campbell, Lala, Benjeda, Tavö hat auf jeden Fall coole Karten. Er spielt ein Kanté und Fabinho. Mbappé spielt er dann Rechtsflügel, Mané linker Flügel. Mendy ist so eine Karte, die ich austauschen würde. Ja, ich würde an seiner Stelle in Lenglet auf jeden Fall austauschen gegen einen Varane oder einen Umtiti. Wahrscheinlich eher einen Varane, wenn er das Geld dann hat. Ich würde einen Mendy auf jeden Fall austauschen gegen, kann er in Alessandro zum Beispiel spielen oder in Telles. Wenn er da in Fabinho spielt, kommt er da mit jedem brasilianischen Links oder Telles ist gar nicht so teuer. Kommt er da richtig auf die Chemie. Kanté cool, Mbappé cool, Mané cool, kann sich überlegen, ob man Mbappé irgendwann die Upgrade-Version spielen will, die halt doch 3 Schießen oder so mehr hat. Bin jeder mega geil, aber ja, spielt sie richtig gut. Mané, ja, habe ich jetzt nicht gespielt, aber ist auf jeden Fall eine solide Karte. Fabinho sonst, wenn er statt ein, ja, könnte er so
Könnt ihr überlegen, ob er Bock waschen will, aber ist voll okay, Fabinho, da könnt ihr vielleicht upgraden zur verbesserten Karte irgendwann, aber wie gesagt, wäre ein cooler Link, wenn er einen guten Linksverteidiger spielen will, weil da viele Brasilianer sind, die echt solide sind. Und besser als der Mendy, also ja. Cooles Team. Kommen wir zur Benotung. Wie viel Bratums gibt es für dieses Team? Der Olf hat ein 87er Rating, das heißt, es gibt nur 3 Ratingpunkte dafür, also mit der Chemie zusammen schon. Weil, ja, kein 88er Rating, also 88 hat es den nächsten Baum geben. Dann haben wir 2 rote Karten, also hat er nicht. Sonst hätte es auch noch einen Punkt geben. Er hat eine Icon, gibt noch einen Punkt und dann sind wir in Summe für den Orf bei 4 Bratoms. Style ist schon nah dran, aber wie gesagt, da wenn er irgendwo noch so eine Spezialkarte einbauen kann, zum Beispiel ein Teles Champions League Live-Karte, das wäre dann schon richtig cool und dann ein paar Beno Team of the Week, vielleicht eine rote Karte irgendwo einbauen kann er irgendwann einmal, das wäre schon richtig geil oder irgendeine normale Champions League Karte, damit er dann noch ein bisschen mehr Special Karten hat. Also wir haben so gesagt, so 6 Special Karten wären schon nice, wenn die Leute haben. Für Style. Also 4 Bradoms für Rolf. Danke dafür, dass du das Team eingeschickt hast. Sehr cooles Team. Vom Preis her ziemlich ähnlich zum Team von Binder mit 2,3 Millionen auf der PlayStation wird es so viel kosten. Kommen wir zum nächsten Team. Das ist der Band. Und beim Band haben wir Alexander Arnold rot. Nein. In Fabinho, glaube ich, rot und Mertens rot. Alexander Arnold bin ich mir jetzt unsicher. Auf jeden Fall ist Alexander Arnold voll solide, er ist okay, er ist jetzt nicht übertragend, würde ich vielleicht, wenn er die Möglichkeit hätte, also ersetzen durch wen anders. Er macht es jetzt nicht, weil er die Chemie haben will, als Liverpool-Rechtsverteidiger. Ansonsten Dalbert, Skriniar, Douglas Costa, voll solides Dreieck da mit dem Gomez noch, der Footmess-Karte. Skriniar, der Liegen-SPC-Karte, der Lloris ist auch solide, finde ich. Sanchez ist solide. Was machen könnt, wäre natürlich irgendwann Sanchez upgraden. Nainggolan ist halt voll solide. Mertens voll solide. Ein cooles Team. Hat auf jeden Fall Style. Hat der 86er Rating. Daher gibt es auch da nur, also, ja, 3 Ratingpunkte. Also ein für Chemie, 2 für das Rating. Also 80er Plus und 85 Plus Team. Ja, er kriegt auf jeden Fall einen Style-Punkt, weil da hat er 2, 4, 6 Special-Karten. Davon sind 4 verschiedene, ja. Und das ist richtig nice. Also klar, keine Icon leider, sonst gab es da noch mehr Punkte, keine Footmess-Karten, also 2 Footmess-Karten, die richtig gut sind, hat er noch. Damit kommen wir da auf 5 Punkte. Also 5 Bratoms bekommt er für dieses Team. Ziemlich cool. Was er sonst noch machen könnte, auf jeden Fall, wäre ein Douglas Costa irgendwie upgraden. Ich glaube, die bessere Version hat doch deutlich mehr Schießen. Im Mittelfeld müsste sich überlegen, ob er das mit Nainggolan so mag oder ob es da die Option gibt, dass er. Ich weiß gar nicht, ob das funktionieren wird. Oder Gomez. Da vielleicht dann Nainggolan rüberschieben da nach links und vorn das die Chemie zusammenbringt, ist dann die Frage. Wenn er da an De Bruyne oder so rein, dann wird vielleicht schon. Aber Gomez ist schon richtig nice, also ja. Kann er dann in-game tauschen dann. Ich schätze mal wieder machen. Aber cooles Team! Gefällt mir sehr gut. Hat richtig gute Ansätze. Und kommen wir zum letzten und vierten Team heute. Also das zum Benzem Team. Vom Preis her kommt er auf 717.000, weil er die 2 Karten da drin hat, die jetzt da keinen Wert haben. Da sehen wir, wie billig eigentlich Solar schon mittlerweile ist. Und Fabinho. Hat auf jeden Fall nicht das überteuerste Team, aber sobald es Serie A einpasst, ist es recht billig nachher. Ja, bisher das billigste Team. Kommen wir zum nächsten Team, Team vom Dan, das ist jetzt das billigste Team heute. Und er spielt einen Lloris im Tor, spielt einen Azpilicueta und einen Alderweireld in der Innenverteidigung, die würde ich beide auswechseln. Also ich würde da Van Dijk und so probieren und ja, auch auf der anderen Seite vielleicht gibt es andere Optionen. Varane, haben wir schon mit ihm geredet, er hat einen Varane und einen Griezmann, könnte da versuchen, so ein Dreieck zu bilden. Aber das sehen wir dann vielleicht in einer weiteren Folge dann, 2.0 Team. Aber auf jeden Fall Adelweid und Azpilicueta wird auf jeden Fall, ja, vielleicht beide nicht spielen unbedingt. Lloris findet es okay. Robertson ist natürlich nice. Fabinho ist okay. Fernandinho finde ich ja, beide solide Spieler. Sané ist solide, Sterling ist solide, Hernandez ist auch solide. Mkhitaryan ist sicher gut. Valencia ist ein solides Team. Hat jetzt vom Rating her ein 86er Rating. Also da gibt es nur 3 Punkte, also 3 Bratoms, eins für die Chemie.
2 für 80 plus und 85 plus. Und ja, dann kommen mal keine Icon, keine roten Karten. Und hat er noch irgendwas gehabt, was ich jetzt übersehen habe? Den Style hat er mit 5 Special Karten. Ist er gerade so am Limit, dass wir dann den Style-Punkt jetzt noch geben. Und hat halt auch als SPC, also so als, wie heißen die? Die Flashback-SPCs. Er hat coole Special-Karten, eine Live-Karte hat er da. Absolut cool. Was noch fehlt, ist irgendwie so ein Icon, damit es dann halt, ja. Oder halt noch ein bisschen coolere Spielernamen. Also er hat jetzt nicht so die großen Namen drinnen, keinen so richtig coolen Namen. Wie gesagt, die hat alle auf der Satzbank. Ja, cooles Team. Würde sagen, 4 Bradoms dafür. Und ja, danke auch dir fürs Einschicken. Ich hoffe, seid alle zufrieden mit der Bewertung. Und auf jeden Fall coole Teams, die ihr eingeschickt habt. Hat Spaß gemacht, die ganzen anzuschauen. Und ich hoffe, ihr habt so ein paar Ideen jetzt, wie ihr es weiter ausbauen könnt. Was wir noch haben, ist jetzt, genau, da kommen wir zum nächsten Punkt. Da bewertet dein Team Rangliste, also Pranormative bewertet dein Team Ranking. Und ja, wir haben da die Season 1, also die erste Staffel haben wir. Und angeführt wird das Ranking natürlich von mir, weil das Ranking ist ja so erstellt, dass mein Team das absolut Beste ist. Oder zumindest das Maximum beim Ranking erreicht. Und was das Kalsa-Team hat mit 2, 4, 6, 7 Bradoms, ist es an der zweiten Position. Der Band und der Binder haben jetzt da mit 5 Bradoms aus der jetzigen Folge den geteilten dritten Platz. Der geteilte fünfte Platz ist dann mit dem Dan und dem Olf. Bevor dann auf dem hinten Platz der Iceman mit 3 Bratoms aus der letzten Folge folgt. Also ein spannender Wettkampf hier. Bin gespannt, wer noch seine Teams präsentieren will. Vielleicht kriegen wir noch jemanden mit 9 oder 10 Bratoms zusammen. Wäre cool. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Danke an den Iceman an dieser Stelle für seine Hilfe für dieses Videoformat, und dann sehen wir uns nächsten Freitag bei der nächsten Folge. Ciao Leute, macht es gut, bis zum nächsten Mal.